Zap. Ist hier noch was? Das Ding ist auch so. Naja, doch, das ist komplett drinnen. Das Brett konntest du auch nicht verwenden. Nee. Ansonsten schaue ich gleich nochmal. Ja, gut, machen wir es halt so. Also. Fangen wir mal an. Ich sollte vielleicht erstmal warten, bis die Dinger unten sind oder oben, je nachdem. Also noch einmal. Da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Also bin ich da. Gut. Jawohl, das war doch genau das gleiche wie da drüben, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind dumm. Daniel, is that you? What are you doing? Alexander, sei ruhig. So. Und hier. Einmal die Warnung, das da drüben. Konntest du das da benutzen oder konntest du das nicht benutzen? Was? Die müssen alle runter, oder? Ja. Haben wir gezogen, jetzt runter. Die liegen alle am Boden. Die liegen alle am Boden. Ich glaube, das ist wieder unsere Referenz auf der Seite. Okay. Ganz unten. Mitte. Mittig hoch. So, das heißt, ganz runter, mittig hoch, oder? Das heißt, ganz runter. Das war ziemlich easy. Yep. Und ich bin jetzt der Meinung, dass die Maschine läuft. Da draußen jetzt der Lever gelevert werden. Gelevert? Ja. Pepsi? Wo ist das Pepsi? Da ist das Pepsi. Die Frau hört komische Musik. So. Oh, Domi. Choose your poison. Gehen wir in die Kanalisation oder gehen wir... Ach ja, warte mal kurz. Ich bin dafür, wir gehen nach links. Nee. Warte mal. Immer mit der Ruhe. Weil das andere ist die Morgue gewesen. Falls du die noch kennst. Da, wo wir praktisch festgehangen waren. Weil wir das Equipment nicht hatten. Den Drill. Ah, ja, klar. Bonk. Na, wo wollen wir hin? Ich bin da, sind beide ziemlich scheiße. Wo müssen wir denn jetzt? Wir müssen beides beide, machen. Oder? Ja. Machen wir erstmal die Sever, oder? Sewer, meinst du? Sever. Das ist die Morgue, oder? Das ist die Morgue, ja. Soweit ich das noch weiß. Morgue und Sewers. Sewers. Oh, ich hasse die Sewers. In Diablo waren sie cool. Aber hier nicht. Nee, die Zisterne. Zisterne? Ja, aber gut. Ja, wenn du, ist mir eigentlich gleich. Gehen wir erst in die Zisterne, wenn wir hier schon... Ja, meinetwegen. Ja. In ein paar Minuten gehe ich aber mal kurz in Netto und holen muss. Pepsi. Ja, das ist eben bald eine halbe Stunde auf unserem Konto. Das heißt, 3 neue Parts. Ich versuche die Parts immer, die wir am Stück spielen, alle hochzuladen. Nicht, dass ich mittendrin plötzlich aufhöre. Weil das kommt ziemlich scheiße. We're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Fail. Das war super.
Ah, ich erinnere mich sogar noch hier an was. Ja, da kommt ein Wasserviecher. Und es geht auf Zeit, die Stelle, was ziemlich scheiße ist. Weil ich hasse Sachen, die auf Zeit gehen. Zumindest hat mir das Gefühl, dass es auf Zeit geht. Naja, wir haben es auf dem Anhieb eigentlich geschafft. Ja. Oh, hier. So, was war das? Ich kann das anfassen, ne? Okay. Grüß Gott. Ja. So, jetzt lesen wir das noch. 7th of August. Lesen wir das noch, dann gleich runter mal. Yep. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the Orb's Shadow. The Orb's Shadow, das ist, habe ich gelesen mal, das sieht man nicht wirklich, das ist aber anscheinend die dunkle Macht, die Daniel verfolgt. Und anscheinend auch diese, ich weiß nicht, ob es die Monster kontrolliert, aber diese roten Netze und sowas erstellt. So, ich gehe mal kurz runter. Ja, und bevor ich das hier anfasse, machen wir hier einen Break. bis zum nächsten Mal, es wird spannend. Und tschüss.